Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich zeige euch heute wieder mal eine neue Mod, beziehungsweise was heißt neu, aber ich zeige euch heute generell eine Mod. Dafür aktiviere ich einmal diesen Imperio und Grozio Fluch, füllen die sich innerhalb von 10 Sekunden auf und Avada Kedavra füllt sich innerhalb von 15 Sekunden auf und das macht die Mod. Und zwar tut sie Avada Kedavra auf 15 Sekunden runtersetzen statt 90, Grozio auf 10 statt 20 und den Imperio auch auf 10 statt 30 Sekunden. Und das ist alles eine Mod und die zeige ich euch jetzt mal. Und dafür müssen wir jetzt mal in den Browser. Und zwar geht ihr einmal auf den Link in der Videobeschreibung. Dort müsst ihr euch einen Account erstellen. Wichtig ist am besten immer die echte E-Mail zu verwenden, denn dort wird auch angezeigt, wenn die Mod ein Update hat. Weil manchmal kann es natürlich sein, dass ein Spiel oder dass das Spiel geupdatet wird und dann ist die Mod natürlich nicht mehr aktuell genug. Und kann dadurch manchmal nicht funktionieren. Nur so viel zu dem Thema. Wenn ihr da drauf seid und euch eingeloggt habt, ja, dann müsst ihr einmal auf die Files gehen. Und dort seht ihr schon Manual Download, Avada Kedavra, Grozio und Imperio. Macht einen manuellen Download, auswählen. Ihr wartet jetzt 5 Sekunden und wenn die rum sind, lädt das auch schon hier runter. Was ihr auch noch dazu braucht, ist WinRAR. Dafür auch natürlich ein Link in der Videobeschreibung. So, wenn ihr das alles heruntergeladen habt, dann müsst ihr einmal bei euch in den Downloads-Ordner, denn dort habt ihr jetzt praktisch diese Mod. Da macht ihr einmal Rechtsklick drauf, geht runter auf WinRAR, entpacken nach und entpackt einmal die Mod. Wenn ihr da drauf geht, auf den Ordner, der dann dabei rausgekommen ist, habt ihr diese Datei. Ja? Jetzt müssen wir einmal in diesen Spieleordner von Hogwarts Legacy. Das geht ganz einfach, indem ihr auf Steam geht, Rechtsklick auf Hogwarts Legacy, Eigenschaften, lokale Daten, durchsuchen. Ja, und dann seid ihr im Installationsverzeichnis von Hogwarts Legacy. Und wenn ihr jetzt im Ordner seid, geht ihr einmal auf Phoenix, Content, dann auf Pax und dann müsst ihr hier in diesen Mods-Ordner rein. Wenn ihr den nicht habt, müsst ihr den Mods-Ordner erstellen. Wichtig ist dabei, ein Fähnchen vor dem Mods zu setzen. War nämlich auch mal letztens eine Frage in den Kommentaren. Ja, man muss dieses Fähnchen einfach benutzen. Genau weiß ich die Worte auch nicht. Und dort wird bei euch dann, wenn ihr den Ordner natürlich neu erstellt habt, nichts drin sein. Dort muss aber die Datei rein. Und wenn ihr die dann reinkopiert habt, könnt ihr das alles schließen. Könnt ganz normal ins Game reingehen. Und dadurch könnt ihr dann ganz einfach die Angriffe auf die Zeiten reduzieren. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst natürlich wie immer eine Bewertung da. Abonniert natürlich, um nichts mehr weiteres zu verpassen. Wenn ihr etwas sehen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne in den Kommentaren einfach mal eine Frage droppen oder einen Vorschlag droppen natürlich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dann. Tschüss.